Und dort sehen wir auch Liu Jia. Und zwar als erste Frau Österreichs wird die Tischtennisathletin dort zum 6. Mal bei Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Schon öfter wollte sie, die von allen Susi gerufen wird, ihre internationale Karriere schon beenden. Aber in Tokio ist sie dann doch wieder mit dabei. Seit knapp 25 Jahren prägt die gebürtige Chinesin den Tischtennissport in Österreich und hat das Tischtennis hierzulande entscheidend mit- und weiterentwickelt. Ihre sportlichen Anfänge im chinesischen Nationalsport hat sie in Peking gemacht. Eine durchaus harte Schule, die sie bis heute prägt. Tischtennis als unüberwindbare Mauer. Liu Jia wird in China früh selbst zum Spielball. Ich bin sicher nicht jetzt zum Tischtennis gekommen, weil ich so gerne gespielt habe. Meine Eltern haben das für mich entschieden. Und das hinterfragt man nicht. Liu Jia, in Peking geboren, in China aufgewachsen, im Sportinternat früh zur Leistungssportlerin geformt. Das war schon eine harte Zeit, denn wir wurden wirklich gedrillt. Zu der Zeit habe ich mich nicht so gefühlt. Ich habe keine andere Welt gekannt. Wir haben immer wieder mal Strafe gekriegt, wenn wir nicht gut waren im Training. Und wir waren vom Training schon fix und fertig, haben dann immer im Stadion dann zum Beispiel 10 Runden laufen müssen. Ja? Und manchmal war ich so schlau und dann bin ich immer die Abkürzung gelaufen und dann haben sie mich erwischt und dann noch einmal 10 Runden. Und das bleibt so tief bei mir hängen. Seit fast 25 Jahren lebt sie in Österreich, in Linz. Hier hat sie sich zu einer internationalen Spitzenspielerin entwickelt. Zu einer Marke, zu einer Persönlichkeit. Sie hat hier eine eigene Familie gegründet, ist Mutter geworden und Weltklasse geblieben. Tochter Anna ist mittlerweile 10 Jahre alt und zeigt Talent. Der Wohnzimmertisch wird in der Corona-Zeit kurzum zur Tischtennisplatte. Die Basis für eine Sportlerkarriere ist da. Auch Vater David ist ehemaliger Tischtennisprofi. Sie hätte eigentlich ein Talent, sie hätte die Hand dafür, sie hätte die besseren Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und ich wollte, weil dadurch, dass ich sehr gut kann und eine Ahnung habe, ich wollte sie immer ausbessern. Ich habe immer einen Fehler gesehen. Leicht, nicht so fest, ganz leicht, nur so hinheben, oder? Kinder werden gut durch Lob. Nicht durch Kritik, das habe ich erst später gelernt. Linz ist zum Lebensmittelpunkt für die Familie geworden. Der Weg nach oben hat Liu Jia einiges abverlangt. Die vielseitigen Erlebnisse in zwei völlig verschiedenen Ländern gibt sie weiter. Mit ihrer Tochter unterhält sie sich auf Deutsch und auf Chinesisch. Zurück zu den Wurzeln, nach China. Linz-Trainer Liu Yanyun ist in den 90ern in Verbindung mit Peking und stellt den ersten Kontakt zum Teenager her. Er war mit diesem Verein in Peking, hat dort ein Sommertrainingslager gemacht. Und ich habe mit dieser Gruppe trainiert. Das war frische Junge und wir haben so viel Spaß gehabt. Ich habe nie so viel gelacht und in meinem Leben, ich habe mich entfaltet. Gespräche eines Wechsels nach Österreich laufen im Hintergrund zwischen Verein und Trainern, Eltern und Behörden. Als die 15-jährige Liu Jia davon erfährt, steht sie vor einer grundlegenden Entscheidung für ihr Leben. Wie meine Eltern mich gefragt haben, habe ich gesagt, ja, ich will, das ist das Sisi-Land. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ist Österreich, wo ist Europa. Unwissend, ja, aber ich habe gesagt, ja, ich will, ich kenne diese Jungs, kenne den Trainer, das ist so eine liebe Gruppe, das kann nur gut sein. Instinktiv habe ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Gerade mal ein Monat bleibt ihr Zeit, um sich auf eine völlig neue Welt vorzubereiten, ohne dass ihre Freunde, darunter die spätere Olympiasiegerin Zhang Yining, davon wissen. Ich habe alles liegen lassen im Internat, also mein Puls, mein Kuscheltier, nichts mitnehmen. Ich bin geflüchtet, weil zu der Zeit war nicht erlaubt in China, dass man einfach so sagt, hey, ich war ja registriert, ich wurde auch gefördert, wie kann man einfach so das Land verlassen? Ja? Und das war sehr heimlich und erst viele, viele Jahre später, wo ich jetzt mit den Spielerinnen im Internat war, international getroffen habe, haben sie gesagt, du warst ein Schwein, du hast einfach uns so verlassen, ohne dass du dich verabschiedest. Ohne ein Wort Englisch oder Deutsch zu sprechen, kommt sie am Flughafen Wien an, empfangen von der Linzer Tischtennis-Delegation. Dann wurde ich ja herzlichst von meinem Chef,
Vereinschef Rainer Günther empfangen. Riesenplatte mit Schwanzkotelett, Schnitzel. Wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, wollen Sie mich beleidigen? Ich will Reis. Ja, muss man Reis und Stäbchen. Ich will Gemüse mit Soße und Fleisch. Und das esse ich nicht. Und die haben gefeiert. Ich habe kein Wort verstanden, natürlich. Ich habe zugeschaut. Ich habe mir gedacht, wie kann man sowas essen? Heute ist mein Lieblingsessen. Ich liebe Schwanzbraten, ich liebe Schnitzel. In Österreich winkt die Chance einer internationalen Karriere. Eine Chance, die sie in China nicht bekommen hat. Ihr Name prägt sich bald bei ihren Gegnerinnen ein. Guten Tag, ich bin Liu Jia. Froschbergs Vereinschef Günther Renner wird zum Ziehvater, bei dessen Familie sie zunächst auch wohnt. An ihrem 16. Geburtstag erhält sie die österreichische Staatsbürgerschaft. Für mich gab nur Training, Sport. Ja, und was Staatsbürgerschaft bedeutet, welche Chancen mir das eröffnet hat, das habe ich ja damals zu der Zeit überhaupt nicht gewusst. Aber natürlich habe ich instinktiv sofort gecheckt, ich muss Deutsch lernen. Susi war in Jugendjahren ziemlich stürmisch, ziemlich fordernd auch. Und ja, sie hat vor allem mich gefordert, weil sie wollte alles lernen. Und ja, kann auch behaupten, dass sie von mir Deutsch gelernt hat. In Österreich läutet sie eine neue Tischtennis-Ära ein. Sie war auf jeden Fall für den Tischtennissport in Österreich unglaublich wertvoll damals. Viele Spielerinnen haben zum ersten Mal gesehen, wie ein Profi arbeitet, schon mit 15, 16 Jahren. Ein Profi mit ungewöhnlichem Namen. Die Mutter einer Teamkollegin ebnet dann den Weg zu ihrem Markennamen. Die Mutter war überfordert mit mir. Ja, wie heißt du? Ich habe eh nichts verstanden. Und ja, sie wollte mit mir reden und sie bot mir so das Apfelsaft. Und nachdem, wie ich gesagt habe, Liu Jia hat sie nicht aussprechen können, das ist wirklich gestanden, Susi Apfelsaft. Und sie hat dann gesagt, weißt du was, du heißt ab jetzt für mich Susi. Unter dem Spitznamen Susi erobert sie die rot-weiß-rote Tischtenniswelt. Sie führt Linz Froschberg zu 2 Champions League-Titeln. Zur Freude der Fans und des Vereinsobmannes Günther Renner. Also Günther war wirklich ein Vater für mich und ich bin durch Froschberg gut geworden und durch alle diese Förderungen und das ist rund um mich immer was aufgebaut. Wir sind wirklich dann zum Champions League-Titel gekommen. Die Stärken war, dass sie akribisch gearbeitet hat, also wirklich, wann sie Sport betrieben hat, hat sie sich vorbereitet, hat sie exzellent verhalten, für sich selber jede Leistung abverlangt. Etliche Trophäen hat Liu Jia im Laufe ihrer Karriere gewonnen, im Team wie im Einzel Dutzende Pokale abgestaubt, die sie aus Bescheidenheit im Keller aufbewahrt und nur für die Kameras hervorkramt und buchstäblich nochmal abstauben muss. Viele Pokale hat sie verschenkt, einige davon stehen in Peking. Meine Eltern haben mich zwar selten gelobt, aber die nehmen jedes Mal, wenn sie hier zum Besuch sind, ein paar Pokale nach China mit. Meine Eltern geben sehr gerne an. Und die Pokale und die Medaillen vor allem, die stehen halt bei uns in Peking zu Hause. Den Pokal habe ich bei der Europameisterschaft 2005 gewonnen. Da habe ich die goldene Medaille im Einzel gewonnen. War sehr schön, weil das war eher ein unerwarteter Sieg. Umso schöner war das. Der Europameistertitel 2005 in Dänemark als Höhepunkt eines Erfolgslaufs, der sie bis in die Top 10 der Weltrangliste führt. Ein Meilenstein für Österreichs Tischtennis, ein emotionales Highlight. Das habe ich vom Tischtennis-Weltverband gekriegt für einen Fairplay-Preis. Da habe ich gegen eine Olympiasiegerin aus China in Linz beim Weltcup gespielt. Und da haben die Schiedsrichter die Kanten nicht gesehen, also den Kantenball. Und da habe ich aber zugegeben. Und deswegen habe ich den Preis gewonnen. Und das hat mich auch sehr geehrt. Das ist die Medaille 2008 in Peking bei den Olympischen Spielen. Das ist nicht das, was ich gewonnen habe, leider. Das ist das, weil ich teilgenommen habe. Das ist deswegen so schön, weil das ist meine Geburtsstadt. Peking 2008. Eine von bisher 5 Teilnahmen bei Olympischen Spielen. Eine Welt, ein Traum. Die Olympiareise beginnt in Sydney 2000 und endet dort im Turnier zu früh. Ich bin ein bisschen enttäuscht und
hätte ich doch gegen sie gewinnen können. Der olympische Trip geht in Athen 2004 weiter, dauert aber wieder zu kurz. 2008 in ihrer Geburtsstadt Peking bringt die Reise einen emotionalen Höhepunkt, aber wieder nicht die ersehnte Medaille. Ja, ich habe einfach nie wirklich daran geglaubt. Ja. Und das war so schwer für mich und dann irgendwann habe ich keine Nerven mehr gehabt. Auch in London ist der Druck enorm. Die Olympiatour bleibt eine Achterbahnfahrt, bei dessen zahlreichen Stationen man schon durcheinander kommen kann. Ja. Sydney, Athen, Peking. Dann, wo war ich hier zuletzt? In Rio 2016 steht Liu Jia im Mittelpunkt als Fahnenträgerin von Team Österreich. Das sorgt in Österreich und China für Schlagzeilen. Für mich war natürlich gigantisch. Nicht nur, weil ich eine gute Sportlerin bin, sondern das ist eine Bestätigung für mich, dass ich angekommen bin in Österreich. Mit Stolz und Selbstvertrauen werden die Spiele in Rio ihre bisher erfolgreichsten. Im Einzel erreicht sie erstmals das Achtelfinale. Mit dem Team geht es bis ins Viertelfinale. Die Olympia-Highlights einer Karriere in einer Sportart, die ihr Geburtsland China seit Jahrzehnten dominiert. Die hohe Spielerdichte, die perfekte Infrastruktur, geknüpft an Nationalismus, ergeben die perfekte Mischung. Von klein auf sind die Ballkünstlerinnen auf Erfolg gedrillt. Wir haben uns um nichts kümmern müssen. Nur trainieren. Und jeden Tag wurde gesagt, wir trainieren nicht nur für uns, wir trainieren für das Land, wir trainieren für das Stolz. Und das ist natürlich sehr viel Propaganda auch, aber das hat uns natürlich oft das Potenzial auch dann noch einmal ausgeschöpft. China, die Großmacht im Tischtennis. Weltranglisten und Titelkämpfe dominiert das Land nach Belieben. 28 von 32 Olympia-Entscheidungen im Tischtennis gehen an China. Was der Rest der Welt auch probiert, es ist so gut wie immer zu wenig. Den Zauber des kleinen weißen Balles hat Liu Jia nach Österreich mitgenommen. Enttäuschungen gibt's immer wieder. Zuletzt im Dezember 2020 brilliert sie im Finale in der Champions League Bubble in Linz. Verpasst aber mit Froschberg hauchdünn den Titel daheim. So über die letzten 25 Jahre in Österreich habe ich immer mein Auf, Ab. Aber ich glaube, das hat mich geprägt in China. Und dass man auch aufsteht, wenn es einmal nicht gut geht. Ja, ich habe viel aushalten müssen und können. Und ich glaube, das ist auch dank dieser Zeit in China. Widerstandsfähigkeit, Verbissenheit und Erfolg. Das Sisi-Land, das sie einst nicht kannte, ist im Tischtennis zum Susi-Land geworden. Als erste Frau Österreichs wird sie zum 6. Mal bei Olympia teilnehmen. Im österreichischen Tischtennis spielt es wegen Liu Jia heute eine andere Musik. Der kleine weiße Ball ist und bleibt ein ständiger Begleiter. Und dennoch dreht sich nicht mehr alles nur um ihn.